Hey Leute, nochmal ein kurzes Video. Naja, kurz ist es nicht, aber trotzdem ein neues Video zum Minecraft Wildland. Hier mal diesmal ohne Intro, da es relativ spontan entsteht, dass ich mal etwas wieder von Wildland gehört habe. Nämlich hat Herr CD Gaming TV ein neues Buch bekommen, in dem drin steht, dass er zu folgenden Koordinaten laufen soll. Allerdings besitzt er nicht die X-Koordinate, aber ich besitze sie, wie er sicherlich, ich glaube, vor oder zumindest eine der letzten Folgen von Wildland, bevor ich ins Exil gereist bin, noch gezeigt hatte. Und ich habe mich mit ihm dort in Wildland getroffen, da ich per Portal mich dann dorthin begeben habe und mir gesagt habe, okay, es wird Zeit, herauszufinden, was Koba jetzt als nächstes plant. Anscheinend weiß man das nicht genau, aber was das sein wird, seht ihr jetzt und damit viel Spaß. Das ist es. Hier? Hier sollen die Koordinaten sein. Oh, da geht's tatsächlich runter. Okay, gut. Ich gehe mal runter. Okay, das hätte tödlich sein können, offenbar ist hier eine Druckplatte. Das von Mr. S ist schöner. CD Gaming, achte auf die Geschichte. Deadly Cucumber, achte auf die Gegenwart. Die Zukunft entscheidet. Halt, stopp, wann? Sollen wir jetzt auf Deadly warten oder sollen wir einfach da durchgehen? Wir könnten ihm zumindest mitteilen, dass hier diese Aufgaben befinden. Warte ich hier draußen an dich, auf dich. Okay, hier ist eine Truhe. Ich hoffe nicht, dass die jetzt irgendwas auslöst oder so. Geh weg, ich mache, ich will. Ich will. Okay. Ich opfer mich fürs Team. Okay. Aber es ist noch nicht Okay. mal eine Redstone-Chest, die kann nichts auslösen, fällt mir gerade so Ja, auf. was. Ich lese dir vor. Willkommen! Dies hier ist ein alter Ort, alt und doch bedeutungsvoll. Doch einer spricht das falsche Wort und der Berg trägt bösen Groll. So können nur zwei dies Leben verlassen und dürfen sich auch nicht hassen. Denn vertrauen sie sich nicht, so können sie es lösen nicht. Resistance is futile. Cobra. Okay, legen wir das mal zurück, damit Daddy das ebenfalls mitbekommt. Soll ich auf Sie warten oder mit Ihnen kommen? Ich kann die Platte gerade nicht öffnen. Also wie es aussieht. Sie können auf mich warten, wenn Sie möchten. Okay, gut, dann warte ich hier auf Sie. Wenn sich da unten etwas begeben sollte, was... Schreien Sie einfach. Ich komme Ihnen zur Hilfe. Das tue ich. Das hier natürlich. Alles gut, nichts passiert. Die Rüstung rettet mich zu einem neueren Mal. Oh Mann. Ich traue dem ganzen Spiel nicht, deswegen schaue ich nochmal hier nach. Okay. Ich habe wieder ein Buch bekommen. Sind Sie schon fertig? Ja, scheinbar schon. Oh, jetzt komme ich hier nicht raus. Moment.
Da hat jemand ziemlich kurz gedacht, was ich da, wenn ich das so sagen soll. Da hat jemand offenbar nicht mehr viel Lust. Wollen Sie jetzt hier raus schnell schon, oder? Ich lese das nochmal vor. Sie sind ein schwieriger Fall. Sie meinen stark zu sein. Doch wie gesagt, das beeindruckt einen Mann wie mich nicht. Sie werden sehen. Die Zukunft hängt ganz von Ihnen ab. Sie erhalten hier ein letztes Mal die Möglichkeit. Entweder Sie tun nichts und scheiden damit aus dem Spiel aus. Das bedeutet Ihren Tod. Oder Sie töten CD Gaming oder Deadly Cucumber. Doch nur einen beweisen Sie Ihre Nützlichkeit. Der Lohn erwartet Sie. Um Ihnen die Wahl leichter zu machen, sei gesagt, dass jeder der beiden den Tod verdient. Sie ließen ihre Freunde im Stich. Töteten sind verantwortlich für das Leiden auf der gesamten Insel. Blödsinn. Wollen Sie für Verbrecher sterben? Für Menschen, deren Vergangenheit aus Blut und Mord besteht? Ich gewähre nur wenigen meine Gunst. Und vergessen Sie nicht, Resistance is futile. Ich werde Sie finden. Es gibt keinen Ausweg. Cobra. Was für ein Mist. Es wird langsam echt behämmert, wenn ich das ehrlich sagen soll. Das er glaubt nicht. Nicht an meine Stärke. Er verweist darauf, dass ich nur Herrn Aranor umgebracht habe, nur damit ich seine Geistlichkeit bzw. Seine gute Seite von ihm erlösen kann. Und trotzdem glaubt er mir das nicht. Er verweist absichtlich darauf. Sie ließen ihre Freunde im Stich, töteten. Sie sind verantwortlich für das Leiden auf der gesamten Insel. Ich bin nicht verantwortlich für das gesamte Leiden auf der Insel. Darf ich es sehen? Also darf ich es lesen? Gerne. Sie meinen, sie bezieht sich auf Herrn Xandil? Ja, auf mich selbst. Das könnte sich ja auch auf uns beziehen, oder? So wie das hier steht. Um Ihnen die Wahl leichter zu machen, sei gesagt, dass jeder der beiden Tod verdient hat. Jeder der beiden ließ seine weiß nicht, ist komisch formuliert, könnte beides sein. Aber es kann ja beides nicht stimmen. Oder haben Sie etwa Ihre Freunde im Stich gelassen? Wenn er das mit dem Exil meint, ich habe sie ja nicht im Stich gelassen, sondern bin deswegen geflohen, weil ich die Aufgabe von Cobra nicht erfüllen will. Da ich weiß, dass er das doch sowieso plant, nur um eben Mr. S. Pläne zu durchkreuzen, die vier Goldenen auszuerwählen und ihnen die Geschichte von der Insel zu erzählen. Zumindest ist das meine Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber... Warum will er überhaupt, dass einer von uns stirbt? Warum nimmt er uns dann das Spiel? Wenn er will, dass wir sterben. Macht keinen Sinn. Die Frage ist, warum gibt er ausgerechnet mir die Aufgabe, nur weil ich so interessant aussehe? Ah, eine gute Frage. Frau Dark meinte letztens, ich glaube Herr PvP-TV, ich weiß jetzt nicht, wer von denen. Jemand aus dem Dorf meinte auch, dass, wie beschreibe ich das am besten? Naja, Mr. S gleich der Schatten gleich Cobra gleich Schlange ist. Weil Cobra ist gleich Schlange und Schlange gleich Schatten gleich Mr. S. Aber ob das stimmt, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Weil ich meine, so wie Mr. S sich in seinem Video ausgesprochen hat gegen Cobra und Mr. S, den Schatten, kann das eigentlich nicht stimmen. Wie gesagt, ich versuche nun mal Herrn Deadly zu kontaktieren und sie machen dann demnächst auch ihre Prüfung, hoffe ich. Ja, definitiv. Wird alles komplizierter. Es wird auf jeden Fall auch nerviger, wenn ihr öfter das gemacht wird. Damit sie übrigens das später wiederfinden, habe ich hier nochmal eine Fackel platziert. Weil ich glaube nicht, dass irgendwer anders noch hier hinkommen will. Vielleicht hat Herr Aprobis ja die Koordinaten aus dem Buch rausgelesen, ich weiß nicht. Hat er Ihnen denn die Bücher gegeben, oder? Wo haben Sie letztendlich die Bücher wiedergefunden? Weil er hatte beide Bücher im Inventar, das andere hat er rechtzeitig rausgenommen, dann gesagt, er hätte es
halt aus meinem Briefkasten genommen, um es zu lesen, wäre danach versehentlich disconnected, so. Aber ich wollte das Risiko nicht eingehen, dass ich habe ja beide Bücher schon reingelesen gehabt, so, wusste halt, dass das eine von Cobra ist. Und ich dachte mir halt, das ist wahrscheinlich wichtiger als das andere, da habe ich das lieber schon mal schnell gesaved, weil er so den Move macht, ja, ich habe die nicht. Und dann direkt disconnected, weil dann habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Hm. Ja. Nun gut, dann kehre ich nun zurück in mein Exil. Sobald ich wieder zurückkehre, hoffe ich, dass sich das Blatt bald wendet und hoffe, dass sie alle noch am Leben sind, sofern sie nichts Böses im Sinn haben. Was ich von Ihnen, Deadly oder Herrn Trauerweide, wohl nicht bezeugen kann. Aber wir werden uns sehen. Ja, definitiv. Gut, passen Sie auf sich auf. Danke, ebenso.